Hallo und herzlich willkommen zurück beim DJ Talk. Ich bin auf der MixCon. Links neben mir, von euch aus gesehen, rechts neben mir steht der Frank Hahn von Denon DJ. Hallo. Ja, und neben dir steht der Prime 2, der kleine Bruder quasi vom Prime 4. Sven, du kannst ruhig auch mal auf dem Prime 4, das steht ja gerade so super da. Ja, das war's. Kannst ruhig nochmal einen Schwenk rüber machen. Und Prime 4 brauchen wir nicht viel dazu zu sagen. Ja, da haben wir ja schon ein sehr, sehr ausführliches Review dazu gemacht hier auf dem Kanal. Blende ich euch hier oben auch nochmal ein. Und der Prime 2 ist eigentlich ein logischer Schritt, wie ich finde, für all diejenigen, die gesagt haben, ah, der Prime 4 ist schon geil von seinen Funktionen her, ist mir aber zu groß. Ja. Und erzähl uns noch ein bisschen was. Was hat sich noch verändert zum Prime 4? Ja, im Grunde genommen ist schon damit fast alles gesagt, weil eben der Prime 2 quasi wirklich der Prime 4, der kleine Bruder des Prime 4, nur als Zweikanaler. Und ansonsten hat sich gar nicht viel geändert. Wir haben die gleiche Building Quality, wir haben letztendlich die gleiche Größe der Jogwheels. Ja, wir haben die LED ausgespart, aber ist natürlich auch logisch, wenn man keine 4 Decks hat, braucht man auch keine LED. Wir haben, sagen wir mal, um die Größe eben auf, sagen wir mal, weil das war ja oft das Argument, dass man gesagt hat, nicht nur, dass ich nur zwei Kanäle brauche, mir ist der Prime 4 auch einen kleinen Touch zu groß. Dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir natürlich, was eben sinnvoll ist zu reduzieren, ohne aber, dass man wirklich spürbare Einsparungen hinnehmen muss. Ja? Und da haben wir dann gesagt, okay, bei zwei Decks haben wir dann einen USB-Eingang reduziert. Wir sind hingegangen, haben bei der Mikrofon-Section halt eben keine Klangregelung für beide Mikrofone, sondern haben das eben konsolidiert und wir haben etwas die Größe natürlich der Q und überhaupt der Action Pads hier angepasst, aber wie gesagt, es sind immer noch groß genug, um sie zu treffen. Auch das Display haben wir etwas angepasst, weil wie gesagt, wenn man nicht unbedingt vier Wellenformen sich hat anzeigen lassen muss, kann man eben dann auch eine kleinere Größe halt locker in Kauf nehmen und dadurch, dass es eben auch kleiner ist, haben wir das dann hier halt eben auch nicht also verstellbar gemacht, sondern halt fixiert. Aber wie gesagt, das ist halt eben die gleiche Displaygröße von 7 Zoll wie beim SC5000 und damit kann man ja auch schon am 5000er sehr, sehr gut arbeiten und ich denke hier für diesen Zweikanaler ist das halt völlig ausreichend. Ja, also im Grunde genommen, wie gesagt, mehr gibt es eigentlich gar nicht darüber zu sagen, denn das Ökosystem in Form von Engine Prime, unser Software, ist identisch. Man kann eben genauso, Key shiften, Key synken, normal synken, man kann damit streamen. Aktuell haben wir ja Tidal und Soundcloud und Beatport Link kommt ja noch und ja, also letztendlich wirklich für die Zielgruppe gedacht, die den Prime 4 super finden, aber einfach keine 4 Decks brauchen, mit zweien absolut zurechtkommen. Dadurch ist ja auch das Ding noch etwas günstiger, also dann auch, sagen wir mal, vielleicht den preisbewussteren Käufer auch noch dadurch interessanter. Und ja, also ich denke, damit hat man alles gesagt. Auch eine letzte Sache noch bei den Effekten. Natürlich haben wir eben auch genau die Anzahl der Effekte wie bei dem vorherigen, beim Prime 4. Wir haben halt nur etwas die Möglichkeiten der Einstellung etwas reduziert. Aber ich denke, auch das kommt nicht schmerzlich zum Tragen. Genau. Eine Frage habe ich noch an dich. Ja, reduziert auf ein USB-Port, aber hinten ist da noch was? Ja, na klar. Wir haben hinten natürlich ganz klar, wie bei dem anderen, also wie bei dem Prime 4 auch zwei USBs und einen dafür kann man sogar nutzen, um sein Telefon zu laden. Beste Funktion an dem. Beste Funktion, da habe ich auch schon so manchen Gast glücklich gemacht damit. Ja, viel mehr gibt es dazu wirklich nicht zu sagen. Es ist ein super cooles Gerät auch und fügt sich super ins Line-Up auch ein bei euch, ne? Auch hier nochmal, Stefan, du wirst mit Sicherheit den Link zu deinem Prime 4 Review in den Beitrag packen. Schaut euch den an und letztendlich, dann könnt ihr euch den als Zweikanaler vorstellen und dann wisst ihr, wie der Prime, ja, dann kennt ihr den Prime 2. Ja, gut, die Zone Out fällt noch weg. Ne? Also ja. Dinge, die halt einfach bei einem Zweikanal keinen Sinn machen. Ja, eben. Ja, die fallen weg. Ja, gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Die ist ja auch sehr rar und dann wollen wir dich auch gar nicht viel länger belasten. Und schönen Messetag, Messeende noch. Messeabend noch, ja. Okay, gut. Vielen Dank. Ciao.